Hallo Sportsfreund, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir geht's super. Heute werden wir die Beine trainieren. Ne? Heute schenken wir uns nichts. Wir werden die Oberschenkelmuskulatur, den Po ein bisschen trainieren. Und nebenbei werden wir natürlich sehr, sehr viel schwitzen. Ich hoffe, dir gefällt es. Lass mir einen Kommentar da, ein Like oder dementsprechend zeig mir, dass wir an uns üben müssen. Immer wieder. Aufs Neue. Wir wärmen uns auf. Wir kreisen erstmal die Schultern. Ja. Du kannst gerne die Arme, deine Hände auf die Schultern legen. Gehst ein bisschen in die Hocke. Nimmst den dynamischen Schwung ein bisschen mit, dass du gleichzeitig die Beine mit aufwärmst. Ja. Schön kreisen nach oben, mach schöne weite Kreise. Ja, es knackt auch ein bisschen. Das ist super, das ist besser als jede Rückenmassage. Ja, schön lange Kreise durchführen. Hey, das machst du toll. Schön, dass du da bist. So, und nochmal nach vorne. Kreisen die Schultern auch ein bisschen. Ja. Sehr gut. Wow. Nimm den Schwung mit, geh ein bisschen in die Beuge. Perfekt. Jetzt gehen wir in den Seitenschritt. Wir tappen zur Seite. Wir schwingen die Arme von links nach rechts. Ja. Einfach die Arme schwingen. Du kannst wieder die Bewegung mitnehmen. Und gehst wieder ein bisschen in die Beuge, wenn die Arme nach unten kommen. Ja, geh mal ein bisschen tiefer, dann wird es intensiver. Sehr schön. Oh ja, mir wird schon ein bisschen wärmer. Ich hoffe, dir auch. Jetzt bleiben wir bei dem Seitenschritt, aber ziehen die Arme hoch. Ja, mach die schön lang. Schön lang machen. Yes, das macht Spaß. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wärmen uns auf, wir bringen den Kreislauf in Schwung. Jetzt beugen wir das Knie nebenbei. Ja. Einfach das Knie beugen und hochziehen. Versucht dir selber ein bisschen in den Hintern zu treten. Das haben manche Menschen auch nötig, um ein bisschen sich zu bewegen. Sehr schön. Bisschen warm werden. Bisschen ist gut. So. Jetzt kommen wir zu unserer ersten Übung. Das wäre der Lunge. Ja. Gehen mit dem linken Bein nach vorne. Wir gehen mit dem Schritt nach vorne. Und jetzt. Jetzt gehst du mit dem Knie runter. Versuchst mit dem Knie hinter den Zehen zu bleiben und versuch das Knie, was sich beugt, auf den Boden zu setzen. Klappt das nicht, ist nicht schlimm. Dann gehst du ein bisschen in die Hock, in die Beuge. Ja, du spürst den Impact im Oberschenkel, ja, und gleichzeitig in der anderen Seite spürst du es im Po-Region. Ja. Du kannst die Hände absetzen an der Hüfte, ist kein Problem. Geh, versuch so tief wie möglich zu gehen und hältst. Immer wieder beim Hochkommen die Balance.
Ja. Sehr schön. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr schön. Jetzt wird das Bein, was du gerade gebeugt hast, beziehungsweise zum Boden gebracht hast, in die Höhe gesetzt. Zieh es hoch. Wer mehr will, geht gleichzeitig wieder runter in den Lunge und zieht das Knie gleichzeitig wieder hoch. Es wird dich ganz bewusst in den Lunge gehst du da in die Übung rein und hebst am Ende das Bein hoch. Ja. Immer schön gerade bleiben. Ne? Versucht die Bauchspannung zu behalten. Wir wollen ja nicht einknicken. Wenn es ein bisschen wackeliger wird, es darf wackelig sein. So. Noch 3 tiefe Wiederholungen. Eins noch. Sehr schön. Jetzt schüttel ein bisschen deine Beine aus. Atme durch. So, jetzt gehst du mit dem rechten Bein nach vorne und beugst das linke Bein. Nein, muss nicht viel sein, wie du runtergehst. Üb einfach ein paar Lunges aus. Spür die Spannung im vorderen Bein. Versuche dich darauf zu achten, dass das Knie hinter dem Zeh bleibt und dass du so tief wie möglich kommst mit dem linken Bein. Noch 5, 4, 3, 2 und 1. Jetzt heben wir das linke Bein an und gehst mit einem Schritt zurück. Einfach anheben und zurück. Versuch die Bauchmuskeln bei der Übung anzuspannen. Desto tiefer du gehst beim Zurücksetzen, wird die Übung natürlich stärker. Ne? Halt die Balance, wenn du den Gegenarm nach vorne nimmst. Ihr seht auch bei mir, es ist wackelig. Ich fange jetzt schon an zu schwitzen. Ne, sehr schön. Machst das. Du bist nicht alleine. Wir machen das zusammen. Ich werde aktiv und glücklich. Nach 5, 4, 3, 2, und 1. Sehr schön. Schüttel ein bisschen aus. Jetzt machen wir wieder den Sidestep. Ja. Wer Power will, der macht das ein bisschen schneller. So. Sehr schön. Kannst du auch die Arme nach vorne nehmen mit der Bewegung. Aber die Arme bleiben offen. Die Beine gehen immer noch mal zur Seite weg. Merkt schon, die Herzsequenz wird nicht aus den Augen gelassen. Wir bleiben auf der Sequenz. Da rutscht die Matte weg. Bin schon zu leicht geworden durch meine ganzen Übungen. So, sehr schön. Applaus, Applaus. So, jetzt gehst du rückenfreundlich zum Boden. Machst einen Schritt nach vorne. Senkst das Knie. Kommst in den Vierfüßlerstand. So, die Arme werden
schulterbreit aufgespellt. Und jetzt hebst du das rechte Bein an. Ziehst es fast. Na? Das Knie bzw. das Bein geht so hoch, dass es mit dem Rücken eine Linie ergibt. Und heb es schön an. Du kannst natürlich auch höher gehen. Ja. Einfach nach oben gehen. Sehr schön machst du das. Du bist nicht allein. Ja, schieb das Bein richtig schön zur Decke. Damit trainieren wir wieder den Po-Muskel. Die Beininnenseite wird damit trainiert. Und dementsprechend kommen wir unserem Ziel, unserem Apfelpopo, immer näher. Ja? So, jetzt mal oben halten. Ja, halt das Bein oben. Kannst es halten, kannst es ein bisschen dippen. Ja, dipp es einfach. Ja, merkst du es, wie es brennt. Sehr schön. Mach weiter, ist ein gutes Zeichen. Noch 4, 3, 2 und 1. Kurz absetzen, bisschen den Popo schütteln. So, und jetzt wird das linke Bein nach oben gehoben. Ja, schön gerade und fest wird darauf geachtet, dass der Bauch auf Spannung bleibt. Ja. Wer will mehr, tut die Ellbogen auf den Boden und hebt das Bein noch höher. Ja. Versuch wirklich die Spannung zu halten, dass die Hüfte bzw. mit dem Rücken eine Linie ergibt. Ja, du darfst nicht ins Hohlkreuz fallen. Wirklich versuchen, die Bauchspannung zu halten. Ne? Kraftvoll Richtung Decke gehen und anheben. Ne? Knie und Bein ergeben eine Linie. So, sehr schön. Noch 4, 3, 2 und 1. Jetzt halten. Einfach nur halten. Wer mehr will, kann Dips ausüben. Einfach dippen. Kannst auch einfach halten. Kein Problem. Feder rein und wieder raus. Rein und wieder raus. Ne? Du wirst es merken, du wirst deine Ergebnisse davon haben, wenn du wirklich wieder deine Beine trainierst. So, noch 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr schön machst du das. Cool Stretch. Jetzt kommen wir runter. Wir haben jetzt was durchgeführt. Wir können stolz sein auf uns. Wir strecken den Popo nach hinten. Wir machen die, legen die Arme vorne ab. Leg die Stirn ab. Atme tief durch. Was für ein kleines Workout. Ich schwitze. Ich bin wieder auf meine Kosten gekommen. So, jetzt kommst du nach vorne mit dem Kopf, gehst ein bisschen hoch, tust ein Bein oder einen Fuß zwischen die Arme und drückst die Hüfte nach vorne, du dehnst dein Oberschenkel, einfach dehnen, genieß es. Ja, genieß die Dehnung. Spür, dass du was gemacht hast. Sehr schön. Andere Seite. Wir legen das Knie ab, tun das rechte Bein nach vorne und drück die Hüfte durch. Ja, bleib im Training, bleib sportlich, werde aktiv und glücklich. Ich hoffe, soweit hat es dir gefallen. Wie gesagt, du bist nicht alleine, du bist zu Hause, du
Du kannst richtig viel Power reinsetzen in deine Übungen. Aber gleich werde ich auch duschen gehen. Und da freue ich mich drauf. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns die nächsten Tage. Ciao!